Du überlegst, dich selbstständig zu machen oder ein neues Vorhaben, neues Projekt zu starten und du hast Angst vorm Scheitern, dann werde ich dir heute zeigen, weshalb das ein völlig überflüssiger Luxus ist und du dich vielleicht eher darauf freuen solltest. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und jedes Jahr kommen viele hundert Menschen zu uns und die wollen ihre Träume verwirklichen, ihre Ziele umsetzen, sich selbstständig zu machen oder später nach dem Wachstum das Unternehmen zu verkaufen und nicht wenige haben Angst, den nächsten Schritt zu gehen. Und diese Angst, die dich bremst, ist ein völlig überflüssiger Luxus und ich zeige dir jetzt ganz genau warum. Da ich ja nicht nur selbst Unternehmer bin, sondern auch Coach und Trainer bin und viele Menschen begleite in diesen Wachstumsprozessen, wo Ängste auftreten, kann ich dir ungefähr ein abstraktes Bild, ein Modell davon geben, wo du gerade bist und weshalb Angst vom Scheitern völlig überflüssig ist. Denn du bist gerade in einer sogenannten Bequemlichkeitszone. Viele sagen auch Komfortzone. Dort kennst du dich aus, dort ist es bequem und vor allen Dingen ist es sicher. Wenn es nun deine erste Selbstständigkeit ist und du dir das als Ziel setzt, dann ist dieses Ziel sehr wahrscheinlich außerhalb deiner Komfort-, deiner Sicherheitszone, irgendwo da draußen in der unbekannten Welt. Und der Mensch ist dazu geneigt, das, was ihm unbekannt ist, erstmal mit Vorsicht zu genießen. So, als wenn du in ein Zimmer reinkommst, das Licht ist raus, du siehst nicht mehr die Hand vor der Nase, dann wirst du da auch nicht reinrennen, sondern dich langsam vortasten, denn es könnte gefährlich werden. Und diese Angst und diese Vorsicht ist natürlich sinnvoll. Aber ist es auch sinnvoll, aufgrund dieser Angst den Rest deines Lebens in der Bequemlichkeitszone zu verbleiben? Alle Unternehmer, alle Gründer, alle Erfinder, alle Musiker mussten einmal aus der bekannten Welt heraustreten, hier den ersten Schritt machen und die bekannte Welt verlassen. Das ist ein Risiko, aber es kann und sollte auch ein kalkulierbares Risiko sein. Du kennst sicherlich den Spruch, dass jede Reise mit dem ersten Schritt beginnt oder dass sich dem Gehenden der Weg bereitet. Und das ist auch genau das, was du erleben wirst. Du wirst, wenn du in die unbekannte Welt eintrittst, deine Sicherheitszone verlässt, dann wirst du den ersten Schritt gehen. Und dieser erste Schritt, nun, wenn du da noch nicht warst, dann frage ich dich, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der erste Schritt in der unbekannten Welt gleich fehlerfrei und perfekt vollzogen wird. Die Wahrheit kennen wir natürlich beide. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du hier in dieser unbekannten Zone einen Fehler machst, dass du einen Misserfolg hast. Und dafür haben so viele Menschen Angst, weil sie Schulprozesse durchlaufen sind, wo sie gelernt haben, Fehler sind schlecht. Ich lade dich aber heute ein, dort umzudenken, zu sagen, der erste Schritt in die unbekannte Welt, ist völlig logisch, dass hier ein Fehler passieren kann. Und dieser gemachte Fehler, das ist ein Hinweisschild, der zeigt dir nicht nur Kurs Richtung Ziel, sondern dieses Hinweisschild zeigt dir noch etwas viel Wichtigeres. Das, was wir Unternehmensberater lernen, ist herauszufinden, an solchen Misserfolgen, was die Ursache war, was die Ist-Situation ist, was hier Engpässe sein können. Und dann suchen wir Entwicklungsmöglichkeiten, wir suchen Handlungsmaßnahmen, um aus dem Rot hier ein Grün zu machen. Sprich, du lernst. Du hast einen neuen Prozess entwickelt. Du hast eine neue Vorgehensweise, eine Methode entwickelt. Und jetzt durch diese Lektion, die du gelernt hast, bist du in der Lage, diesen Schritt in der Zukunft erfolgreich zu gehen. Wenn du jetzt dich aber entscheidest, aufgrund der Angst, das könnte schief gehen, niemals deine Bequemlichkeitszone zu verlassen, dann frage ich dich, wie möchtest du herausfinden, welche Lektion gelernt werden muss? Wie möchtest du herausfinden, wie du einen Schritt näher Kurs Richtung Ziel kommen kannst? Wie kannst du herausfinden, was genau gelernt und umgesetzt werden muss in deinem unternehmerischen Prozess, damit du erfolgreicher wirst? Du merkst also, Angst vorm Scheitern hält dich dumm. Angst vorm Scheitern hält dich ab, deine Bequemlichkeitszone zu verlassen. Angst vorm Scheitern hält dich ab, deine Ziele zu erreichen. Und ich lade dich heute ein, umzudenken, dass du überhaupt erfolgreich wirst, wenn du scheiterst. Dass du überhaupt erfolgreich wirst, wenn du Fehler machst. Und ich lade dich dazu ein, das zu übertreiben, zu sagen, derjenige wird am schnellsten erfolgreich, der am schnellsten alle Fehler gemacht hat, die gemacht werden mussten. Wenn du dir also den Weg hier genau anguckst, zwischen deiner Ist-Situation und deinem Soll, deinem Ziel, dann entsteht dort ein Plan und in diesem Plan sind viele kleine Scheiterpunkte drin, viele kleine Lektionen versteckt, die du noch nicht kennst. Denn selbst wenn du BWL studiert hast, wirst du nicht unbedingt wissen, wie man Businessplan korrekt schreibt oder den gar umsetzt. Viele gute
Professoren, bekannte, renommierte Akademiker, die können schlau reden, aber ob sie gut verkaufen können, ob sie gut führen können, ob sie gut unternehmerische Prozesse etablieren und aufrechterhalten können und ob sie ganze Teams motivieren können, durch Krisen zu gehen, nun, das wird nachher die Realität zeigen. Was ist also nun dein nächster Schritt? Der erste Schritt ist natürlich, dass du dir Gedanken darüber machst, wie du persönlich emotional zu Fehlern eingestellt bist und eine neue Fehlerkultur etablierst. Dass du sagst, Fehler sind gut, denn daraus kannst du lernen. Natürlich solltest du den gleichen Fehler nicht 2, 3, 4 Mal wiederholen, sondern maximal einmal machen und die größten Fehler, also die größten Niederlagen natürlich mit Hilfe von Coaches und Berater verhindern oder zumindest in der Wirkung reduzieren. Aber du hast vielleicht jetzt einen Eindruck davon, dass du in unbekanntes Gebiet vordringend es nicht verhindern wirst, Fehler zu machen und auch mal zu scheitern. Aber nach dem Scheitern, nach dem Fehler bist du eingeladen, aufzustehen, dir den Dreck von den Klamotten zu schmeißen und vor allen Dingen zu suchen, woran es gefehlt hat, dass du hier gescheitert bist, einen Fehler gemacht hast und dann zu lernen. Und das ist, was erfolgreiche Unternehmer ausmachen, dass sie Mut haben, Fehler zu machen und dann ein hohes Tempo haben, die Lektionen zu erlernen und dann auch umzusetzen und sicherzustellen, diese nie zu wiederholen. Die gute Nachricht ist, wenn du das gelernt hast, deine Selbstständigkeit so Schritt für Schritt zu entwickeln, ins unbekannte Gebiet vorzustoßen, nun, dann kannst du diese Fähigkeit, diese Erkenntnis auf alle anderen Lebensbereiche übertragen. Egal, ob es deine Gesundheit ist, deine Beziehungen sind, ob es deine Fähigkeiten, Persönlichkeitsentwicklung ist, alles kann genauso wachsen, wenn du den Mut hast, neue Ziele zu setzen und dich von der Couch losflanscht, wo die meisten Tag und Nacht Netflix gucken und dich auf den Weg machst in unbekannte Gebiete, und Fehler machst, lernst, Fehler machst, lernst, Fehler machst, lernst. Und je schneller du das machst, desto schneller wirst du erfolgreich. Solltest du dabei Unterstützung wünschen, dann kannst du gerne ein kostenfreies Erstgespräch nutzen. Denn wir haben nicht nur viele Berater, sondern auch Coaches, die dich auf diesem Prozess immer wieder begleiten und die richtigen Fragen stellen, dass du aus den Fehlern, die du gemacht hast, die wertvollsten Lektionen entdecken kannst und umsetzen kannst. Gerne kannst du jetzt aber auch das Video einfach mit einem Like versehen, den Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.